Willkommen auf dem Kanal. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Videos zu aktualisieren. Heute bringen wir Ihnen: Andy Bock wurde heute Morgen ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Frau macht sich große Sorgen um die Krankheit ihres Mannes. Die Tragernachricht zu Beginn des neuen Tages ist etwas, das wir nicht wollen. Aber wir müssen es trotzdem melden, damit alle Zuschauer diese wichtigen Nachrichten erfahren können. Andy Bock wurde heute früh in einem tiefen Koma ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem Familienmitglieder ihn bewusstlos in seinem Schlafzimmer entdeckt hatten. Nachdem er ins Krankenhaus gegangen war und von den Ärzten untersucht worden war, fanden sie die Ursache für seine plötzliche Ohnmacht. Ärzte fanden einen schnell wachsenden, bösartigen Tumor in Andy Bocks Gehirn, was die Familie schockierte. Der Tumor war sehr groß geworden und drückte auf die Nerven, was dazu führte, dass er ständig geschockt war und plötzlich in Ohnmacht fiel, was alle besorgt machte. Angesichts der aktuellen Situation muss Andy Bock all seine Musik- und Unterhaltungsaktivitäten verschieben, um ins Krankenhaus eingeliefert zu werden und sich auf die Behandlung zu konzentrieren, um die Hoffnung auf Überleben zu bewahren. Die Sterblichkeitsrate ist sehr hoch. Deshalb haben die Ärzte im Vorfeld mit Andy Bock und seiner Familie gesprochen, um sich auf alle möglichen Fälle psychologisch vorzubereiten. Andy Bock muss so schnell wie möglich operiert werden, bevor der Tumor so groß wird. Je länger er ist, desto gefährlicher und außer Kontrolle geraten die Dinge. Da es sich um einen bösartigen Tumor handelt, ist die Möglichkeit einer verreichenden Operation und Heilung noch gewiss. Zudem können während der Operation auch Gefahren entstehen. Hoffentlich kann die Behandlung von Andy Bock reibungslos verlaufen, damit er den männlichen Künstler wieder auf der Bühne sehen kann. Andy Bock hat vieles durchmachen müssen, was gar nicht so einfach ist. Um diesen Erfolg erreichen zu können, hat er fast sein ganzes Leben lang der Musik gewidmet. Was wirklich passiert ist, ist was, das niemand will. Alle seine Fans beten zu ihm, um zu hoffen, dass der männliche Künstler in Frieden sein wird. Hoffentlich verläuft diese Operation reibungslos und mit einem positiven Ergebnis, sodass alle sicher sein können, dass sie sich keine Sorgen mehr machen müssen. Informationen über die wichtige Operation von Andy Bock werden ständig aktualisiert, damit das Publikum das ja leicht verfolgen kann, um die Informationen so schnell wie möglich zu erhalten. Um keine wichtigen Informationen zu verpassen, und gemeinsam mit Andy Bock im mir verstehenden wichtigen Kampf auf Leben und Tod hart zu kämpfen. Dies wird auch die Zeit sein, in der wir uns auch darauf freuen, das bestmögliche Leben in den Augen eines jeden von uns herbeiführen zu können. Und jetzt sollte ich selbst auch den besten Weg finden.